Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von God of War auf der PlayStation 4 auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von Nö her, Gameplays als Hobby. Und wir wollten hier hinten gerade mal schauen, ob wir noch ein, zwei Raben finden. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Odins Raben, drei Stück fehlen uns sogar noch in Midgard. Da hier noch unentdeckt und kein Rabe draufsteht, nehme ich mal an, dass hier die Raben fehlen. Weil sonst haben wir überall die Raben vollständig. Außer hier der eine. Sonst haben wir sie überall vollständig. Das heißt, zwei Stück fehlen uns. Hier fehlt uns eine Wissensmarkierung. Okay. Hier beim Berg. Ich bin halt so knapp davor, das Spiel auf 100% eigentlich durchzuspielen. Es ist nicht mehr viel. Die drei Raben und eine Wissensmarkierung, wie es aussieht. Und zwei mystische Tore. Keine Ahnung, wo die verborgen sein sollen. Auf jeden Fall. Das hätte ich gern noch alles, bevor ich das Spiel zu Ende mache. Wir schauen uns jetzt nochmal um überall. Und hören uns um. Die Raben hört man ja eher, statt zu sehen. Oh, hier ist nichts. Wenn hier ein Rabe drin gewesen wäre, der hätte man schon längst gehört. Hier hört man zwar Raben, aber das sind normale. Nee, hier gibt's nichts. Ich glaube, der Teil wird etwas langweilig für euch. Weil hier jetzt eigentlich nicht wirklich was passiert. Okay. Back to the woods. Hinter dir, Bruder. So. Du bist ein echter Berserker. Bin ich das?
Man hört nur das Feuer. Aber kein Raben. Vorsicht an der Kante, Junge. Wieso? Runterfallen kann man doch gar nicht. Ich will halt eben auch nicht nachschauen im Internet, beziehungsweise irgendwie Lösungsbuch, Lösungsheft, was weiß da nicht. Das ist nicht mein Ding, das verdippt an den Spielspaß. Deswegen bin ich dann lieber doch auf der Suche. Aber an sich gibt es hier wohl nichts mehr. Ich frage mich echt, was hier sonst noch unentdeckt sein soll. Es können nur die Raben sein, weil, wie gesagt, drei Stück fehlen mir noch. Einer noch bei dem Eisriesen. Und sonst habe ich überall alle Raben gefunden. Das ist hier aufgelistet. Das heißt, es fehlen dann immer noch zwei, aber die können ja dann eigentlich nur noch hier sein. Oder in den anderen Welten. Odins Raben erledigt, 2 von 2. Nö. Hier dann wohl nicht. Hier haben wir auch 6 von 6. Muspelheim. Gibt's gar keine. Nilfheim, 2 Sachen unentdeckt. Gefundene Läden erledigt, Gefallen? Es gibt noch einen Gefallen? Okay. Sehr wahrscheinlich, nachdem man hier die Weltenrisse geschlossen hat. Da brauche ich aber sehr, sehr viel von diesen Nebeldings da. Das würde ich dann natürlich nicht aufnehmen. Aber Raben wird es mit Sicherheit nicht in Nilfheim geben. Könnte ich mir nicht vorstellen. Dadurch, dass sich die Welten immer wieder ändern. Sind wir hier ganz am Anfang. Aber hier gibt es an sich einfach nichts. Ha!
komischer Klang darunter. Und ich frage mich, wo ich zwei dieser Tore vergessen haben soll zu finden. Ich glaube, ich werde ab hier die Aufnahme beenden und ich werde ohne aufzunehmen jetzt natürlich ein bisschen suchen. Wenn ich was gefunden habe, werde ich es nicht einsammeln oder so, sondern da die Aufnahme nochmal beginnen, damit ihr das dann alles sehen könnt. Aber ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden, damit ich euch nicht langweile mit dem Rumgesuche. Und wir sehen uns gleich wieder. Und so, da bin ich wieder. Oh. Wo willst du hin? Meine Güte. Okay. Ja, herzlich willkommen zurück. Und zwar habe ich mich hier hin zum Steinriesen verfrachtet. Und habe jetzt gesehen, da oben ist ein Rabe. Das ist natürlich mies, denn den hört man nicht. ...50 von 51. Komisch, jetzt fehlt uns noch einer. Irgendetwas stimmt hier nicht. Midgard-Zusammenfassung steht hier, Odins Rahmen erledigt 41 von 43. Jetzt steht bei uns aber, wir haben 50 von 51 gefunden. Eigentlich fehlt uns noch einer. Das ist echt komisch.
So, hier haben wir noch 89. Hier fehlen uns 2 mystische Tore und irgendetwas unentdeckt. Das heißt, dann gehen wir hier als nächstes hin. Dann sind wir hier ja schon direkt fertig. Das finde ich toll. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder gleich. Auf Wiedersehen und tschüss. Und ein herzliches Willkommen zurück bei God of War für Herausforderungen bzw. auch schwer. Ich bin von Lyra Gameplays als Hobby und war hier auf der Suche nach Sachen, die ich noch zu finden habe. Hier bei dem Berg steht das Völlentramin. Keine Ahnung. Aber hier beim Berg sieht man Wissensmarkierung, also auf der rechten Seite, Wissensmarkierung 6 von 7. Dann hätten wir 100%. Jetzt habe ich die Wissensmarkierung gefunden. Und zwar hier, anstatt dem nicht, ich weiß ja auch nicht. Wo man hier in den Berg reinkommt, wo wir auch Modi umgebracht hatten, konnte man doch dann hier links rein. Da war hier rote Wurzel, alles voll, konnte man es ja kaputt machen. Und dann bin ich hier doch tatsächlich einfach dran vorbeigelaufen. Auf geht's. Oh, brauchen wir ein Crystal. Kann ich hier jetzt einfach wieder einen wegnehmen? Ja. Na dann. Hau ruck. Aus dem Weg, Junge. Lass mir gleich was vorlesen. Oh Mann, bin ich doch echt dumm dran vorbeigelatscht. Wunderbar. Sieh her. Ha, schön. Wir sind hinzugefügt. Fjörgens Rituale. Wir sind hier, um die Begräbnisrituale für Fjörgen von den Jötner zu bezeugen, Göttin der Erde und der Bäume. Wegen ihrer Schönheit wurde sie verführt, wegen ihrer Liebe wurde sie betrogen und wegen ihres Geschenks des Lebens wurde ihr das Leben genommen. Bis zum Gipfel und über die Brücke soll sie getragen werden, wo der Donner sie niemals aufspüren kann. Hat Thor seine eigene Mutter getötet? War das der erste Riese, den er umbrachte? Was hat das zu bedeuten? So. Midgard-Zusammenfassung. Mystische Tore fehlt uns noch 1 und Odins Raben. Angeblich auch 1. Aber wir sind schon bei 99%, also nehme ich mal an, mystische Tore nur noch 1. Jetzt fragt sich nur, wo das ist. Habe ich ein Tor hier in der Nähe? Der Gipfel? Verborgene Kammer? Natürlich habe ich kein Tor hier in der Nähe. Okay, das heißt, wenn ich hier wieder durch bin, mache ich weiter mit der Aufnahme. Also, bis gleich. Und ein herzliches Willkommen zurück. Ich stehe hier vor dem Jötunheim-Turm und ich werde jetzt das Spiel weiterspielen. Ich weiß leider nicht, wo ich einen Nebelriss vergessen hätte. Ne, Weltrissbegegnung Midgard habe ich alle voll. 9 von 9. 2 von 2. Hier gab es gar keine. Hier gab es auch keine. Gibt nur noch einer hier die 3. Interessant. Ich verstehe so ganz die Zählung nicht. Ja, und wir werden jetzt mal hier auch die Weltenbrücke hier hinrichten und dann schauen wir mal, was passiert. Beziehungsweise nein, ich gehe jetzt erst nochmal in Niflheim und versuchen 60.000 von diesen Nebel-Echos da zu sammeln, um die 3 Weltenrisse zu bekämpfen. Aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Die Raben existieren nicht mehr, die habe ich alle umgebracht.
Angeblich. Schön, dass ich die Rune habe. Aber wir gehen dort ja nicht hin. Welt vorübergehend nicht verfügbar. Oh, scheiße. Na gut, okay, dann... Ja, können wir ja nur noch nach Jötunheim. Geht nur hier lang. Gut, dann müssen wir doch weitermachen. Es ist soweit. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyrion muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie Hermine. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Okay. Dann gehen wir mal zu Brock und Sindri. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Was? Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich... lehnte ab. Verzeihung, entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Ach so. Noch einmal zum Horn. Also, was wir tun müssen, dann jetzt. Okay. Gut, dann werde ich jetzt doch wieder die Aufnahme beenden, weil dann werde ich erstmal nach Nilfheim wieder reisen. Und wie gesagt, will die drei Weltenrisse da schließen. Ich sammle jetzt dieses ganze Nebelecho. Und wenn ich das ganze Nebelecho habe, werde ich die Aufnahme wieder beginnen. Und dann sehen wir uns später, Nilfheim. Okay. Und